Hallo Menschen, heute möchte ich Tess von Thomas Hardy rezensieren. Das ist mein zweites Buch dieses Autors und es geht, Überraschung, um die titelgebende Tess, die am Anfang des Buches noch richtig als Mädchen bezeichnet wird, also wirklich maximal so 16, 17 ist, sehr jung und auf ihr wird im Laufe der Geschichte noch einiges lasten. Gleich auf der ersten Seite erfährt der Vater von der adligen Abstammung seiner Familie, dass also der Name Derbyfield eigentlich von den de Urbervilles kommt, einer wohlhabenden Familie, was aber eigentlich keinen Einfluss mehr auf ihr jetziges Leben hat. Es gibt kein Erbe, kein Geld, keine Länder, die sie irgendwie erben können und trotzdem beginnen sie halt gleich Hoffnung da hineinzusetzen und schieben das alles so ein bisschen auf die Tess, denn sie soll eine wohlhabende Dame in der Nähe besuchen, die eben noch den Namen de Urberville trägt, dort Kontakte knüpfen und im besten Fall natürlich irgendwie auch reich heiraten. Tess' Familie ist auch mit der Zeit halbwegs verarmt. Dem Vater geht es nicht besonders gut. Er hustet relativ oft und trinkt dann dafür aber sehr gerne. Die Mutter auch. Und alle Hoffnung wird nun auf Tess so ein bisschen aufgebürdet. Sie trifft allerdings nicht diese wohlhabende Dame, sondern erstmal deren Sohn. Und ohne dass ich euch jetzt zu viel verraten möchte, es entsteht daraus ein gewisses Unglück. Das ist aber auch wirklich nur der Anfang ihres Lebens. Es sind so maximal ein Viertel dieses Buches, was ich euch jetzt beschrieben habe. Und ihr Leben beginnt erst. Es kommen noch viele Wendungen, viele Schwierigkeiten auf sie zu. Unter anderem ein zweiter Mann spielt noch eine große Rolle und allgemein ist das Leben nicht gerade erhebend, sondern die Lektüre dazu auch eher deprimierend. Ich möchte euch so eine Allgemeinaussage zu ihrem Leben vorlesen, die das schon ganz gut zusammenfasst. Da heißt es: Für sie und ihresgleichen war schon die Geburt ein Martyrium entwürdigenden persönlichen Zwanges, dessen Willkür im Ergebnis durch nichts gerechtfertigt schien und im besten Fall nur gelindert werden konnte. Darin sieht man schon, dass es hier eher sehr traurig, sehr ernsthaft zugeht. Und was ich aber sehr, sehr mochte, ist, dass hier endlich dieser Kommentar zur sozialen Klasse und zur Doppelmoral der damaligen Zeit vorkommt, den mir so viele englischsprachige Booktuber von Thomas Hardy versprochen haben. Vor allem was Frauen und deren Sexualität angeht, kommt das hier vor. Ich möchte euch zwei Beispiele dafür geben. Es kommt zum Beispiel so ein Priester vor, wahrscheinlich ist es aber eher so ein Wanderprediger, und der kommt durch Tess ins Wanken und sofort bezichtigt er sie der Verführung, obwohl sie nichts getan hat, als einfach zu existieren. Sie hat ihn nicht angesprochen, nicht angesehen, aber weil er sie so schön findet, gibt er ihr an ihrem Äußern schon die Schuld und schiebt es halt auf sie, dass er ins Wanken gerät. Ein zweites Beispiel zeigt es wahrscheinlich noch besser. Es ist ein frisch vermähltes Ehepaar und der Mann gesteht der Frau nach der Hochzeit, dass er eben damals so in seiner Jugend so eine kleine Eskapade hatte, mit einer lockeren Frau halt einige Tage in London verbrachte, und die Frau verzeiht ihm und sagt: Ich bin so froh, dass du es gesagt hast, denn ich wollte dir ja die ganze Zeit auch schon etwas erzählen, aber er hat immer gesagt: Lass uns jetzt nicht über Schlimmes reden. Und sie sagt ihm: Mir ist nämlich eigentlich genau das Gleiche passiert. Und sofort dreht die Stimmung um 180 Grad und der Mann ist erschüttert darüber, was seine Frau getan hat, obwohl es natürlich eigentlich genau das Gleiche war. Sagt, sie ist nicht mehr dieselbe Frau, die er kennengelernt hat, und verstößt sie prinzipiell. Und daran sieht man halt die Unterschiede, mit der Männer und Frauen hier behandelt werden. Das Traurige ist, dass es heutzutage teilweise immer noch so ist, dass Frauen viel, viel schneller als Schlampen heutzutage wahrscheinlich bezeichnet werden. Und das wird so gut wiedergegeben und im damaligen Milieu hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es wird auch deutlich, dass die Personen definitiv so in Konventionen gefangen sind und dass das Leid viel öfter daraus entsteht, was andere so für vorgefertigte Meinungen haben und nicht durch das, was man wirklich selbst auch empfindet. Es geht viel mehr darum, was so die Leute sagen und nicht, was man eventuell selber zu diesen Sachen denkt. Da hinein spielt natürlich auch eine gewisse Kritik an organisierter Religion und so fest vorgenommenen Moralvorstellungen. Das sieht man schon am englischsprachigen Untertitel, bei dem ich es sehr, sehr schade finde, dass das in der deutschen Ausgabe nicht mit übernommen wurde, denn der lautet A Pure Woman's Story, also die Geschichte einer reinen Frau. Thomas Hardy gibt also von Anfang an Tess vielleicht nicht recht, aber er verurteilt sie definitiv nicht. Und allgemein haben wir hier schon sehr liberale Vorstellungen, die teilweise direkt ausgesprochen werden, teilweise aber auch nur angedeutet. Auch dafür möchte ich euch ein Beispiel geben. Das gefiel mir sehr gut, auf welche Art und Weise das gemacht wurde, denn hier steht zum Beispiel: Ich glaube an den Geist der Bergpredigt und das tat auch mein lieber Mann, aber ich glaube nicht. Und hier nannte sie das, woran sie nicht glaubte. Das heißt, es wird nicht ausgesprochen. Und der Leser kann sich aber natürlich denken, dass da schon irgendetwas Unorthodoxes dahinter steht. Aber man kann Thomas Hardy jetzt auch nicht wirklich vorwerfen, irgendwie, dass er Gotteslästerei betreibt, obwohl es damals tatsächlich große Probleme mit der Kirche gab und das Buch teilweise auch verboten wurde. Was ich ganz interessant finde, dass hier gewisse biblische Motive immer verdreht werden.
es gibt zum Beispiel am Anfang eine Szene, da sind sie in einem wirklich paradiesischen Garten. Es ist aber nicht so, dass die Frau hier dem Mann eine Frucht überreicht, sondern genau andersrum. Der Mann ist es, der die Frau halt so mit Erdbeeren, in dem Fall ist es, glaube ich, füttert. Und später kräht auch dreimal ein Hahn. Aber es geht weniger darum, dass hier jemand einen anderen verleugnet, sondern eher, dass Tess sich selbst verleugnet. Also dieses Spiel mit den biblischen Motiven fand ich sehr schön. Genauso haben wir im Gegenteil auch viele heidnische Symbole. Der Fruchtbarkeitskult spielt hier immer wieder eine große Rolle, vor allem was Frauen betrifft, zwar auch Tess so im Speziellen, aber allgemein bescheinigt Thomas Hardy immer Frauen so eine gewisse Naturverbundenheit, die Männer teilweise verloren haben. Also er sagt immer, Männer arbeiten auf dem Land, aber Frauen sind so richtig Teil des Landes und sie sind immer noch naturverbundener, weniger so mit den Regeln, die Männer aufgestellt haben, verbunden. Auch dazu möchte ich euch ein Zitat geben. Welche Frau unter den treuesten Anhängern des wahren Glaubens glaubt an die Versprechen und Drohungen der Heiligen Schrift in dem Sinne, in dem sie an ihre eigenen Kinder glaubt? Oder würde ihre Theologie nicht in den Wind schlagen, wenn sie gegen deren Glück abzuwägen wäre? Es geht vielmehr darum, dass Frauen sich nicht so an diese vorgefertigten Moralvorstellungen halten, sondern eventuell auch gegen Vorschriften handeln, wenn sie zum Beispiel ihre Kinder beschützen. Das spielt hier eine sehr große Rolle. Sowieso ist hier eine starke Naturverbundenheit zu spüren. Es gibt immer wieder wunderschöne Landschaftsbeschreibungen. Auch Stonehenge spielt am Ende des Buches nochmal eine große Rolle. Und dafür möchte ich euch nochmal ein letztes Beispiel geben, wie schön die Landschaft hier beschrieben wird. Das habe ich ja schon in Am grünen Rand der Welt erwähnt. Das hat er wirklich gut drauf, da schöne Bilder zu erschaffen. Es war die schwere Tonerde des Blackmoor-Tals, und zwar eines Teils des Tals, zu dem die Chausseen niemals vorgedrungen waren. Auf diesen schweren Böden hält sich der Aberglaube am längsten. Hier hatten einst Wälder gestanden, und zu dieser düsteren Stunde schien das Land etwas von seinem alten Charakter zu behaupten. Ferne und Nähe waren miteinander verschmolzen, und jeder Baum und jede Hecke machten das meiste aus ihrer Gegenwart. Die Hirsche, die hier gejagt worden waren, die Hexen, die man stach und untertauchte, die grün funkelnden Elfen, die einen neckten und ankicherten, wenn man vorüberkam. Dieser Ort war noch immer übervoll von dem Glauben an sie alle, und sie bildeten nun koboldhaft verschmitzte Scharen. Es gibt dann auch eine Szene, in der eine moderne Landwirtschaftsmaschine fast schon so richtig apokalyptisch beschrieben wird, also wie der Untergang der Welt. Das Schöne ist aber, dass er diese Landidylle nicht allein positiv beschreibt. Also er kritisiert auch immer wieder so eine gewisse Unbildung auf dem Land, auch ein Unwissen einfach über gewisse Vorgänge der Welt und diesen Aberglauben, den es dort noch gibt. Also es ist eine gute Mischung an einerseits Lob und die Schönheit der Landschaft, aber nicht dieses einseitige Verherrlichen, sag ich mal. Die Männer in diesem Buch sind alle auf eine unterschiedliche Art und Weise sehr selbstgerecht, und Tess' Leben wird definitiv von außen bestimmt, obwohl sie sich dann im Endeffekt selbst immer die Schuld dafür gibt. Sie ist auf jeden Fall fleißig und voller Durchhaltevermögen. Manchmal hätte ich mir vielleicht einfach etwas mehr Charakter gewünscht, etwas mehr Stärke in ihr, aber ich kann das nicht wirklich kritisieren, es war sehr realistisch. Es war natürlich traurig und oft als Leser niederschmetternd, wenn man sieht, dass sie es wieder nicht schafft, dass sie wieder von außen bestimmt wird, aber insofern natürlich auch sehr, sehr realistisch und gut beschrieben. Es ist halt traurig, dass sie eigentlich immer Objekt ist von irgendjemand anderem, und es wird sehr, sehr gut gemacht, dass man als Leser fast schon in dieselbe Falle fällt, denn sie wird oft durch ihr Äußeres beschrieben, und automatisch hat man beim Lesen einfach immer diese schöne Frau im Kopf und objektifiziert sie dadurch ja auch. Für Tess ist das definitiv eine Last. Es gibt eine Stelle, da verunstaltet sie sich quasi selbst, nur damit sie nicht angesprochen wird, und sie sagt über sich selbst: Und da war das unglückselige Gefühl wieder in ihr erwacht, das ihr schon so oft gekommen war. Sie meinte, irgendwie etwas Unrechtes damit zu tun, dass sie die fleischliche Hülle bewohnte, mit der die Natur sie ausgestattet hatte. Also so ein schwieriges Verhältnis zum eigenen Körper, zur eigenen Schönheit, weil sie halt immer wieder darauf heruntergebrochen wird. Also das Buch hat definitiv die Eleganz der Klassiker, die man oft so erwartet, aber schon viele Anklänge an die Moderne. Was mir persönlich am meisten aufgefallen ist, sind so Ähnlichkeiten zum Naturalismus, also gerade durch diese Trinksucht des Vaters und diese Beschreibungen der Landbevölkerung, dieses Milieus. Und ganz, ganz oft geht es einfach immer wieder darum, dass man nicht aus seiner Haut rauskommt. Immer wieder. Jeder fällt irgendwie dahin zurück. Jeder hat so einen gewissen Charakterzug, aus dem er einfach nicht herauskommt. Den einzigen Abstrich, den ich so ein bisschen machen würde, ist, dass der Erzähler mir persönlich etwas zu auktorial ist oder einfach zu viel kommentiert. Es gibt manche Stellen, da würde ich mir einfach selber gerne eine Meinung bilden, aber er gibt uns eigentlich schon vor, was wir denken sollen. Und allgemein sind ja einfach sehr viele halt so Zufälle oder Schicksalsschläge sind, die das Ganze immer, immer wieder schlimmer machen. Also es ist wirklich keine erhebende Lektüre, aber dadurch halt auch sehr, sehr mitreißend. Ich fand es auch wieder sehr schön, dass hier
eine Liebesgeschichte zwar drinsteckt und wir auch manchmal so richtig romantische Liebesbezeichnungen oder Beschreibungen haben wie das Tageslicht kann mir nichts bieten, seit du nicht mehr hier bist, aber im Kern ist es eben keine Liebesgeschichte, was halt meistens einfach nichts für mich ist, sondern es ist eine kritische Darstellung der damaligen Lebenswelt, die man auch immer noch heutzutage anwenden kann, leider, und die ich euch wirklich nahelegen kann. Es hat mir sehr gut gefallen, es war eine schöne Sprache, es waren gute Charaktere und natürlich muss man sich darauf einlassen, dass es sich etwas Zeit lässt. Es ist recht dick und es passiert nicht auf jeder Seite irgendetwas Umwerfendes, aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ein letztes Mal kann ich nur sagen, es ist eine Empfehlung von mir an euch. Ich weiß von einigen, dass sie durch den Film jetzt auf Am grünen Rand der Welt aufmerksam geworden sind. Aber noch nicht so viel über andere Bücher Thomas Hardys und würde gerne mit euch natürlich darüber sprechen. Ihr könnt mir wie immer einen Kommentar hinterlassen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal und vielen Dank.